Herzlich willkommen zu unserem heutigen Deep Space Live. Mit diesen wunderschönen Ansichten der virtuellen Krippe des Mariendoms in Linz darf ich Ihnen auch schon wieder das Thema heute verkünden und darf Sie einladen, in der nächsten Stunde weitere spannende Einsichten hier zu gewinnen von dieser Krippe und auch interessante Informationen sowohl von theologischer als auch kunsthistorischer Seite ja, zu erfahren. Sie sind auch wieder herzlich eingeladen, Fragen zu stellen auf unserer Facebook- und auf unserer YouTube-Seite und wir werden die im Laufe des Vortrags dann sammeln und am Ende werden wir sie beantworten. Ja, und an der Stelle möchte ich auch schon unsere Gäste und auch den Projektleiter auf die Bühne bitten, und zwar Stefan Mittelböck von unserem Future Lab. Ja, ein herzliches Willkommen und danke, dass Sie da sind und dass du da bist, Stefan, und die Bühne gehört Ihnen und euch. Sehr verehrten Damen und Herren, ich darf sehr herzlich begrüßen aus dem Deep Space Live vom Ars Electronica Center in Linz. Ich darf auch gleich meine Gäste heute hier begrüßen, die Frau Weiß, bitte Frau Weiß zu mir, auch gleich den Herrn Dompfarrer Maximilian Strasser hier zu uns bitten. Wir werden heute hier so aus dieser Konstellation versuchen, Ihnen das Projekt etwas näher zu bringen und die Hintergründe dieses Projektes aus unterschiedlichen Perspektiven zu erklären. Wie schon erwähnt, mein Name ist Stefan Mittelböck-Jungwirth-Vohringer aus dem Ars Electronica Future Lab. Ich bin der Projektleiter dieses Projektes. Es hat mich sehr fasziniert. Es war ein sehr schönes Projekt bisher und so wie es ausschaut, wird es auch noch weitergehen. Frau Petra Weiß, sie ist vom Bundesdenkmalamt, sie leitet die Abteilung in Oberösterreich. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Dabeisein und ich freue mich schon sehr. Herr Dompfarrer Maximilian Strasser, Sie sind ja sozusagen der Hausherr, wenn man so will, von der Krippe und ich freue mich auch an dieser Stelle schon sehr, Ihre Einblicke aus den unterschiedlichen, ja, aus der Sicht der Kirche und auch aus Ihrer persönlichen Sicht zu erfahren. Zu Beginn würden wir gerne so ein bisschen einen Überblick geben und ein bisschen den Werdegang des Projektes erklären und ein bisschen zeigen und auch Sie kurz darüber informieren, wie die Situation im Dom ausschaut, wie ist das Projekt entstanden und was steht dahinter. Ich darf kurz bitten, die Fotos einzublenden. Wir haben ein paar Fotos vorbereitet, die einerseits ein bisschen die Situation schildern. Das ist das, was man sieht, wenn man in die Krypta des Mariendoms in Linz geht. In dieser Aufnahme sieht man ganz gut diese Weihnachtsszene und da würde ich auch gleich gerne so ein bisschen meine Gäste bitten, ein bisschen einen Überblick zu geben über die Krippe, über das, was man sieht. Was ist das für eine Krippe? Wie groß ist sie? Wer hat sie eigentlich gemacht? Auch zu den Gerüchten, dass sie die weltgrößte Krippe ist. Was ist da dran? Frau Weiß, vielleicht darf ich Sie zum Einstieg beginnen lassen. Die Krippe, die wir hier sehen, ist die sogenannte Sebastian-Osterrieder-Krippe des neuen Linzer Domes. Sebastian-Osterrieder ist ein ganz bekannter Bildhauer, akademischer Bildhauer, der vor allem für seine Krippen berühmt geworden ist, die sich europaweit, teilweise sogar auch in Amerika finden. Die Krippe an sich ist 12 Meter lang, sie ist 4 Meter tief und rund 5 Meter hoch. Sie wird von einer Art geschnitzten Bühnenbild, Vorhang, getrennt zum eigentlichen Krippengeschehen. Herr Strasser, was macht diese Krippe so besonders? Ich zitiere aus einem Krippenführer aus dem Jahr 1923. Der damalige Generalvikar hat gesagt, sie ist die weltweit größte Krippe und er behauptet das so lange, bis ihm das Gegenteil bewiesen wird. Sie ist wirklich eine große
und schöne und beeindruckende Krippe, auch in ihren Details und in ihrer religiösen und theologischen Aussage. Aber auf das werden wir dann noch zurückkommen. Wenn wir noch etwas zur Geschichte sagen, 1906 hat der damalige Bischof Doppelbauer entschieden, von Sebastian Osterrieder eine solche Krippe machen zu lassen. 1908 wurde ein Vertrag unterschrieben und 1913 war die Krippe fertig. Sie sollte ursprünglich an dem Platz aufgebaut werden, wo sie jetzt steht, unter dem alten Hochaltar im Mariendom. Man hat es aber die ersten Male im Dom oben aufgebaut, um den Besuchern des Domes einen besseren und leichteren Zugang zur Krippe zu ermöglichen. Vielleicht darf ich einwerfen, es gab auch immer wieder Spenden. Es wurden die Figuren in einzelnen Etappen geliefert und wir werden heute die Heilige Familie dann sehen. Das ist die zentrale Figurengruppe, die im Jahr 1909 als erstes auch geliefert worden ist. Ich darf so ein Stück weit einfach die Fotos durchblättern und ich würde Sie einfach auch bitten, immer wieder auch was dazu sagen. Diese Fotos, die wir jetzt eingangs so sehen, versuchen einfach so ein bisschen zu erklären, was ist das für ein Projekt, wie ist der Werdegang und auch, was letztendlich ja auch für dieses Projekt sehr wichtig ist und sehr wichtig war, ist letztendlich der Zustand, in dem sich die Krippe nach ja doch 100 Jahren befunden hat. Sie wurde ja zwischenzeitlich schon auch immer wieder mal gereinigt oder restauriert, soviel ich weiß. Aber was sehen wir hier und was war da so ein bisschen die Situation? Ich glaube, das Projekt an sich hat damit begonnen, dass das Ars Electronica Center, der Herr Mittelböck, die Krippe digitalisieren wollte. Wenn ich da kurz einhängen darf, also die Geschichte geht wirklich schon eigentlich sehr lange oder diese Idee geht auch schon sehr lange zurück. Also ich glaube, das war ja schon vor 8 oder 10 Jahren irgendwie in Diskussion, ein Versuch, diese Krippe zu digitalisieren und sie im virtuellen Raum zugänglich zu machen. Letztendlich war das dann auch ein längerer Prozess. Man hat gesehen, oder es ist die Diskussion entstanden auch, wie will man denn, in welchem Zustand soll man denn die Krippe letztendlich konservieren, digital festhalten. Und man hat dann so nach einer Detailbegutachtung in diesem Frühling dann ja gesehen, es muss etwas getan werden und es ist wohl sinnvoller, diese im restaurierten Zustand zu digitalisieren. Genauso war es. Im Frühling 2020 kamt ihr mit eurer Idee zum Bundesdenkmalamt und wir haben uns dann entschieden, die Krippe doch etwas genauer zu untersuchen, um festzustellen, was ist tatsächlich an ihr zu tun. Im ersten Quartal des Jahres 2020 hat sich herausgestellt, dass die Krippe in deutlich schlechterem Zustand ist, noch mehr als oder fast 100 Jahren, und dass doch etwas tiefer eingegriffen werden muss. Und daher haben wir jetzt erst rund 30 Figuren restauriert. Es sind rund 60 Figuren und 30 Figuren oder 33 Figuren wurden bis jetzt digitalisiert. Der Grund, warum die Krippe, warum das so aufwendig ist, warum der Vorgang so lange dauert, ist, die Krippe ist eine besondere Krippe. Sie soll die Stadtansicht Bethlehems zeigen. Sie soll die Architektur, sie soll die Landschaft dort zeigen. Sie ist mit einer starken Tiefenwirkung komponiert und sie zeigt unterschiedliche Szenen. Sie zeigt die Adventsszene, die Weihnachtsszene, die Anbetung der Könige. Ich gehe da vielleicht nochmal zurück. Genau, auch, während Sie das hier erklären. Sieht man auch die Felsformationen, hier sieht man die Architektur. Und die Besonderheit ist, die Architektur, die Felsformationen sind aus Kork gefertigt. Und dieser Kork ist auch noch farblich gefasst. Das heißt, man hat den Kork bemalt, einfach gesagt. Und das Tolle am Kork ist, er zieht die Farbpigmente so richtig auf und erhält dann bei richtiger Beleuchtung und wenn er sauber ist, eine irrsinnig tolle Tiefenwirkung. All das sieht man an der Krippe jetzt im Moment oder
hat man im Frühjahr dieses Jahres nicht mehr gesehen. Mittlerweile ist sie aber die Architektur gereinigt und die Korkstücke, die lose waren, Architekturteile, die runtergefallen sind, all das wurde gefestigt und zumindest die Architektur der zentralen Szene präsentiert sich im restaurierten Zustand wieder. Im restaurierten Zustand merkt man, wie schön sie ist. Wie schön sie ist, ja. Man hat es sonst auch gemerkt, aber ja. Jetzt tritt es noch einmal deutlicher hervor. Darf ich noch mal ganz kurz auch auf diese unterschiedlichen Szenen und auch auf diese Vielfalt dieser Krippe eingehen? Das heißt, im Jahresverlauf, also im kirchlichen Jahresverlauf, gibt es hier unterschiedliche Szenen, die Sie sozusagen in Ihrer Verantwortung als Dompfarrer dann auch immer wieder darstellen oder aufstellen sozusagen. Ist das richtig so? Und vielleicht auch noch ganz kurz, wie wichtig ist Ihnen dann sozusagen oder die Situation der Restaurierung? War das schon sozusagen auch schwierig jetzt bevor, also in welchem Zustand waren die Figuren jetzt auch in Ihrer Sicht und was hat das für Sie bedeutet, für die Vermittlung und für Ihre Arbeit? Also es sind jetzt mehrere Fragen in einem. Es ist vor einigen Jahren die Aktion Krippenstadt Linz ins Leben gerufen worden und die zuständige Stadträtin hat mich angerufen, ob ich bereits im Advent die Krippe aufmache im Dom. Ich habe gesagt, ja, aber ich räume sie aus. Ich möchte sozusagen eine Adventszene der Krippe haben. Dann sieht man eigentlich nur Figuren, die zum Alltag in Bethlehem gehören und es ist nicht drinnen die Heilige Familie und es ist nicht drinnen die Hirten, die kommen, um das Kind zu sehen, vor ihm zu beten oder ihm etwas zu bringen. Und die zweite Szene, die Osterrieder geschaffen hat, war die Szene mit den sogenannten Heiligen Drei Königen. Das war das erste Foto, das wir hier eingeblendet hatten. Es unterscheidet sich vor allem die Heilige Familie dadurch, dass Maria ihr Kind schon am Schoß sitzen hat. Wenn man hier genau schaut und einer der Könige kniet ganz nahe bei Maria und dem Kind. Die Tiere, die Elefanten, Kamele, Pferde im Vordergrund gehören zu dieser Dreikönigskonfiguration. Also wir hatten eigentlich, sage ich einmal, von Osterrieder her zwei Szenen, die Weihnachtsszene und die Dreikönigsszene und die Adventsszene, die habe ich gemacht, weil ich nicht wollte, dass wir schon am ersten Adventssonntag die volle Krippe zeigen. Und das kommt durchaus bei Besuchern des Mariendoms gut an, dass sie sagen, aha, jetzt ist noch Advent. Also auch, dass man da wirklich so auf dieses Thema der Erwartung auf die Christi Geburt hin auch schon in der Krippenszene eingehen kann drauf. Das war einer der wichtig. Super. Das ist ganz wichtig. Darf ich da vielleicht nochmal ganz kurz dann auch auf das Thema eingehen, so vom Zustand der Krippe. Man hat ja auch dann gesehen, dass dann teilweise ja ein Stück weit auch schon sehr interpretiert, sozusagen professorisch gearbeitet wurde, also das heißt auch so mit Tüchern und so weiter. War das irgendwo dann auch, wie war das dann sozusagen auch für die Besucher oder so diese Wahrnehmung, wenn man jetzt so mit, ja, so ein bisschen schummeln hat müssen quasi, um auch die Figuren darzustellen, war das ja, schon? Der Besucher ist eigentlich so weit entfernt, da bräuchte er schon ein sehr genaues Instrument, um hinzusehen. Von Weitem oder aus der Besucherdistanz hat die Krippe immer noch schön gewirkt. Man hat natürlich gesehen, dass an der linken Hand des heiligen Josef zwei Finger etwas verkürzt sind. Es war ein Kamel mit einem gebrochenen Fuß, Schafe mit gebrochenen Beinen. Und es war gar nicht einfach, sie aufzustellen. Aber da haben wir dann ein bisschen geschummelt. Genau. Also man sieht ganz eindeutig, es war quasi auch wirklich an der Zeit,
die Krippe zu restaurieren, zu renovieren und zu überarbeiten und sie in einem neuen Glanz erscheinen zu lassen. Man sieht jetzt hier noch ein paar wenige Fotos, die ein bisschen den Prozess der Restaurierung zeigen, was wurde denn letztendlich alles gemacht oder was war jetzt notwendig, auch jetzt aus Sicht des Bundesdenkmalamts. Bitte gerne. Ja. Hier an diesen weißen Flecken erkennen. Wir sagen dazu Fassungsverluste, das heißt die Färbelung, die die Figur bekommen hat. Hier durch klimatische Schwankungen beginnen hier die Farben bereits abzuplatzen. Das sind schon gravierende Schäden. Andererseits haben wir im Zuge der Befundungen festgestellt, die Krippe ist jetzt rund 100 Jahre alt und wir konnten eine Restaurierung letztendlich feststellen. So gesehen präsentierte sie sich in einem bedenklichen Zustand, aber nach 100 Jahren darf dieses Schadensbild auch sein. Länger hätte man nicht mehr warten sollen. Und eine der Maßnahmen war, dass man zum Beispiel diese Fehlstellen geschlossen hat mittels Retusche oder wenn man ein Bild weitergeht, das fehlt natürlich, das Ohr formal, das wurde nachgeschnitzt, wurde wieder angeleimt, wurde überfasst, damit es also im Inkarnat des Schafes die gleiche Farbe hat. Oder wieder ein Foto weiter. Natürlich die beiden Fingerglieder des heiligen Josef wurden ebenfalls nachgeschnitzt und ergänzt. Und wenn wir noch ein Foto weitergehen, dann sieht man eine ganz wesentliche Aufgabe. Hier wird gerade gereinigt mit einem Wattestab. Das ist ein ganz aufwendiger Prozess. Mit Wattestab und entspanntem Wasser wird hier der Staub, der sich über die Jahrzehnte angelegt hat, abgenommen. Und erst dann, wenn die Reinigung vollzogen ist, kann man feststellen, wie groß sind letztendlich in Summe die Schäden. Also man sieht jetzt hier... Hier noch, Entschuldigung. Genau. Hier sieht man wunderschön die Besonderheit dieser Krippe. Herr Dompfarrer Strasser hat es ja schon gesagt, sie ist so detailreich, die Krippe. Und man erkennt es an dieser Hirtenfigur. Man sieht, dass teilweise die Gewänder auch in natürlichen Stoffen nachgebildet wurden. Das sind teilweise wirklich alte Textilien, teilweise sind sie geschnitzt. Aber man findet an der Krippe beides. Und das ist tatsächlich eine Besonderheit, denn Sebastian Osterrieder war im Heiligen Land. Es ist ein Skizzenbuch von ihm überliefert. Er hat sie einerseits mit der Bekleidung, mit der Haartracht, mit der Physiognomie der Gesichter beschäftigt, hat es skizziert und hat versucht, das Ganze an diesen Krippenfiguren zu realisieren. Und auch diese Textilien müssen gereinigt werden. Das passiert eben jetzt alles. Und die werden natürlich dann auch restauriert und ergänzt, wenn wo Dinge fehlen oder kaputt sind. So ist es. Genau. Das ist vielleicht die ganz große Herausforderung bei der Restaurierung gewesen. Es mussten viele Fachgebiete zusammenspielen. Es war einerseits die Fassungsrestaurierung, es war andererseits die Textilrestaurierung, die Metallrestaurierung, das werden wir dann bei der Gloriole. Ja, die sehen wir heute noch nicht. Nächstes Jahr dann sehen. Die sehen wir erst nächstes Jahr. Metallrestaurierung, die Korkrestaurierung, das gibt es nicht so oft. Da musste sich die Restauratorin doch fachlich sehr einarbeiten. Und all diese Fachgebiete zusammen ergeben dann erst diese in der Erscheinung dann strahlend schöne Krippe. Man sieht jetzt eigentlich schon sehr, sehr deutlich, dass der Prozess, der hier vorangehen musste, ein sehr intensiver ist. Und es war dann auch ziemlich klar, dass die Digitalisierung natürlich erst Sinn macht, wenn diese Figuren restauriert sind. Und das ist auch so der Grund, warum das Projekt in der Form auch gewachsen ist. Und es war auch ein Stück weit, würde ich sagen, dann auch die Chance, diese Figuren, die quasi nach und nach restauriert wurden und zurückgekommen sind, dass man die dann auch, wenn die dann eben, man sieht hier dann also ein paar
Einblicke jetzt von der gesamten Krippenarchitektur. Aber worauf ich hinaus wollte, war quasi jetzt so dieser Verlauf des Projektes. Das war jetzt der Grund, warum quasi die ersten 33 Figuren dann eben eingescannt wurden. Mhm. Ja, man sieht dann auch gleich den Prozess, den ich dann ein bisschen erklären möchte. Gibt es hier noch ein paar Statements dazu? Ja, bitte, hier genau. Gibt es einiges zu sehen. Also einerseits besonders ist, dass Osterrieder einerseits die Geburtsgrotte, aber auch den Stall dargestellt hat und die Stadt Bethlehem. Und was man jetzt nicht sieht, was fehlt, was eingangs zu sehen war, Sie sehen im Spitzbogen dahinter, sieht man die Wand der Krypta, die nackte Wand der Krypta des Domes. Hier finden sich in drei von diesen Spitzbögen zusätzlich noch Gemälde, die Einblicke noch einmal die Tiefenwirkung sozusagen erzeugen für die Stadt Bethlehem, für die Landschaft und das Geschehen dort. Das ist das eine, das man sieht. Das andere, der Boden der Krippe ist mit Rinde, mit Holzrinde belegt. Und man sieht natürlich, dass die Rinde über die Jahre auch ihre Schäden genommen hat. Das wurde abgesaugt, das musste fixiert werden. Und man sieht natürlich auch an der Straße, die dort bergauf führt und dann zur Architektur führen würde, erkennt man auch, dass sich sehr viel Kork und Rinden, in dem Bereich ist es vermischt, dass sie da auch einiges gelöst hat. Und das war die große Herausforderung, das alles wieder in einen gepflegten und guten Zustand zu bringen. Ich darf so ein bisschen weiter klicken, einfach auch noch mal so ein bisschen Details zeigen, die jetzt auch die Restaurierung der Krippenarchitektur ein bisschen zeigt und auch, wo man auch sieht, dass, was das hier quasi an Arbeit und Aufwand bedeutet. Hier sieht man, glaube ich, auch ganz gut so die farbliche Gestaltung, die Fassung, die Sie eingangs schon erwähnt haben. Genau. Da ist sie schon gereinigt. Mhm. Was Sie noch sehen, Sie sehen da unterschiedliche Farben von Stecknadeln. Die Farben haben nichts zu bedeuten, die Stecknadeln schon. Denn mit diesen Stecknadeln hat man den Kork im Untergrund im Holz fixiert. Man hat dazwischen Leim gegeben und möchte den Kork damit wieder befestigen am Untergrund. Genau. Der Pinsel diente dazu, um da eben zu reinigen, ganz fein zu reinigen. Und man sieht halt hier, wenn man in den Stall hineinsieht, sieht man links wunderschön die Farbgebung und welche tolle Tiefenwirkung der Kork letztendlich im gereinigten Zustand erhält. Ja, vielen Dank an der Stelle. Also das war jetzt so ein bisschen ein Überblick über den Werdegang und auch über die Situation und des Zustands der Krippe. Was man hier sieht, ist der Prozess der Digitalisierung. Das heißt, nach Rückkehr der Figuren wurden die Figuren eingescannt oder digitalisiert, und zwar mittels Fotogrammetrie. Das kann man sich so vorstellen, dass letztendlich einige 100 Fotos aus rundherum der Figur, quasi aus dem 360-Grad-Ansicht, werden bei der Fotogrammetrie oder in diesem Fall Fotos erstellt. Und diese Fotos, mittels dieser Fotos kann man dann das 3D-Modell errechnen. Wir haben uns dafür entschieden, das in der Form zu machen, weil das letztendlich die Textur, das heißt, die Wiedergabe der Fassung der Figur in einem sehr hohen und guten Detailgrad ermöglicht, was wir dann später auch sehen werden. Und wir haben das da gemeinsam mit einem Partner gemacht, mit Digilithic, mit Dominik, den man hier auch am Foto sieht, großartige Arbeit geleistet, vielen Dank auch dafür. Und das Ergebnis aus dieser Digitalisierung, das werden wir uns jetzt im nächsten Schritt anschauen und würden jetzt dann in die virtuelle Krippe, in die virtuelle Applikation übergehen. Wir sehen hier
wir waren quasi auch mit der Situation konfrontiert, dass wir quasi die Krippe und die Krippenarchitektur nicht hatten zum Darstellen. Und jetzt war so die Frage, wie ist es denn jetzt letztendlich möglich, die Krippe zu inszenieren, zu zeigen, zugänglich zu machen. Und für uns war das jetzt, ich würde fast sagen, ein großer Glücksfall, weil uns diese Inszenierung die Möglichkeit gibt, im Besonderen auf die Figuren einzugehen und auch ein Stück weit auf die auf ihre Rolle in dieser Krippe und auf die auch damalige Situation, die wir wieder gefunden haben. Das heißt, wir haben uns entschieden, gemeinsam diese Figuren in einem Arrangement hier zu zeigen und zu inszenieren, die es ermöglicht, so die angelehnt an die Originalkrippe, diese Szenerie von damals nachzuerleben und auch die einzelnen Protagonisten, sage ich, hier zu inszenieren und zu zeigen. Und wir würden jetzt so im Folgenden versuchen, so ein bisschen auf die gesamte Situation einzugehen und diese Figuren uns anzuschauen und auch ein bisschen das erleben. Also Ziel war es und das Faszinierende an dieser Inszenierung in der virtuellen Welt ist ja letztendlich, dass man als Besucher teilhaben kann, dass man in Lebensgröße diese Figuren erleben und anschauen kann. Das heißt, ich kann hier eintauchen, es gibt hier unterschiedliche Möglichkeiten. Einerseits natürlich bei uns hier im Deep Space in einer 3D-Applikation, wo man die Figuren räumlich, plastisch sehen und wahrnehmen und vor allem auch erleben und erforschen kann. Wir haben auch zusätzlich versucht, eine theologische Betrachtung in diesem Jahr zu machen oder den Besucher erleben zu lassen. Da hat der Herr Dompfarrer ja die Texte geschrieben, die wurden dann eingesprochen und die kriegt man dann auch zu hören. Wir werden dann auch später dann nochmal in einer Situation diese auch anhören. Ich denke, wir fangen einfach mit dem Verkündigungsengel an und würde Sie dann einfach auch bitten, immer wieder ein paar Worte dazu sagen, was man da sieht und welche Rolle der letztendlich auch in der Krippe hat und warum dieses Arrangement ein sehr besonderes ist. Ja, in der Krippe hat dieser Engel die Aufgabe, den Hirten die Geburt Jesu zu verkünden. Die Geburt des Retters, des Messias, des Herrn. Und wenn ich ein bisschen in das Größere der Heiligen Schrift hineinschaue, dann begegnet mir zum ersten Mal ein Engel im Buch Genesis, der auch eine Geburt ankündigt. Die Magd Abrahams, Hagar, hat ein Kind empfangen und ihre Herrin Sarah hat sie, ich würde heute sagen, gemobbt. Sie läuft davon. Und der Engel des Herrn begegnet ihr beim Brunnen und sagt, Hagar, du wirst ein Kind bekommen. Du sollst dieses Kind Ismael nennen. Gott hört und sagt auch etwas über die Zukunft und Bedeutung dieses Kindes. Das heißt, Engel begegnen immer wieder in der Heiligen Schrift als Boten Gottes, die eine bedeutsame Geburt ankündigen. Zum Beispiel auch den Simson, den Richter der israelischen Frühzeit. Der Engel des Herrn kommt zu Josef im Traum und sagt, Maria, deine Verlobte, hat ein Kind empfangen durch das Wirken des Heiligen Geistes. Gib ihm den Namen Jesus. Der Engel Gabriel kommt zu Maria und kündigt die Geburt Jesu für Maria an. Und dieser Engel kündigt die Tatsache der Geburt den Hirten an. Wunderbar. Und der ist ja dann auch in der Originalszenerie, sieht man dann ja auch, wie der dann quasi auf diese Hirten sozusagen herabspricht und die frohe Botschaft verkündet. Genau. Wir würden jetzt auch so im nächsten Schritt so ein bisschen die Figuren, die Hirten und ihre Besonderheit so von außen her betrachtet. Wir sehen hier zum Beispiel diesen Jungen, Hirtenjungen, oder ist es, mit einem Instrument. Das heißt, diese Szene ist jetzt so dargestellt, dass diese Hirten damals auch
gefeiert haben oder wie kann man sich das jetzt auch vorstellen oder wie ist so ein bisschen die Situation, wenn man jetzt auch an diese Originalszenerie zurückdenkt, quasi an die an diese Stadt. Maria und Josef mussten nach Bethlehem ziehen wegen der Volkszählung und da war ja auch so ein bisschen was los und da waren ja auch so verschiedene Protagonisten aus diesem Grund hier auch dargestellt in diesem Stadtleben, oder? Und das sieht man jetzt auch in dieser in diesem äußeren Bereich. Ob das jetzt auf diesen Hirten zutrifft oder Hirtenjungen, das darf ich jetzt wieder weitergeben, genau. Ja, dieser Hirte oder dieser Junge, ich würde mal sagen Hirte oder Bewohner von Bethlehem, hat einen Dudelsack oder, wie es in der Heiligen Schrift in der offiziellen Übersetzung heißt, eine Sackpfeife. Ich habe dann nachgeschaut, wo die Sackpfeife in der Bibel vorkommt. Und sie kommt vor im Buch Daniel. Dort befiehlt der König Nebukadnezar den Juden, die in Babylon im Exil sind, wenn sie die Sackpfeife hören, dann sollen sie sich vor dem Standbild des Königs niederwerfen und dem Standbild des Königs gleichsam göttlich Verehrung entgegenbringen. Daniel und seine Freunde wehren sich dagegen und werden dafür in den Feuerofen geworfen. Wenn dieser Hirte mit der Sackpfeife in der Krippe ist, dann ist das natürlich ein Hinweis, dass dieses Kind der neue König ist. Und das ist dieses Kind, Jesus, es verdient, dass man vor ihm in die Knie geht, ihn verehrt und ihm entsprechende Ehrfurcht erweist. Und so gewinne ich für diesen jungen Mann mit der Sackpfeife eigentlich aus dem großen Kontext der Heiligen Schrift noch einmal eine Dimension, die mehr ist als nur, aha, der ist halt da und hat eine fröhliche Melodie geblasen. Ich denke mir, das könnte man auch beim anderen, der eine Doppelflöte hat, sagen, denn die Flöte wurde geblasen für Gottesdienste, aber auch für große Feste von Königen. Zum Beispiel, wenn ein König sein Amt angetreten hat, Salomo, das wird erzählt, dass mit Flöten Musik gemacht wurde. Jesus, der Sohn Davids, für ihn wird sozusagen bei seiner Geburt eine schöne, wertvolle Musik gemacht. Weil wir hier an der Stelle auch diesen Wasserträger sehen. Was ist an diesem Wasserträger oder an dieser Figur letztendlich so besonders? Ich habe erfahren oder gelernt in dem Projekt, dass das Wassertragen war zu dieser Zeit sozusagen Frauensache. Warum ist jetzt da in dieser Szene ein Mann als Wasserträger dargestellt? Ja. Ja, mich erinnert an eine von Markus und Lukas überlieferte Geschichte im Zusammenhang mit dem letzten Abendmahl Jesu. Jesus sagt zu zweien seiner Jünger, geht in die Stadt, dort wird euch ein Mann mit einem Wasserkrug begegnen, dem folgt und in dem Haus, das er betritt, richtet dann alles her, was wir zur Feier des Paschamahls brauchen. Das heißt, dieser Mann mit dem Wasserkrug schlägt für mich schon eine große Klammer von der Geburt Jesu hin zu seinem vorletzten und letzten Tag in seinem Leben, schlägt auch eine große Klammer zur zentralen Feier von uns Christen, zur Eucharistie oder zum Abendmahl, und sagt uns, dass wir eigentlich in der Krippe schon den ganzen Jesus sehen. Nicht ein Detail vom ersten Tag seines Lebens, sondern ihn selbst mit seinem ganzen Dasein und seiner Botschaft. Aber vielleicht ist da auch noch kunstgeschichtlich etwas zu sagen zur Bekleidung. Zur Bekleidung ist zu sagen, dass an der Bekleidung oder an dieser einfachen Bekleidung man erkennen kann, dass sich Osterreder tatsächlich mit den Gegebenheiten im Heiligen Land, mit der Bevölkerung dort auseinandergesetzt hat.
Man sieht wunderschön, wie gut er den Faltenwurf ausgearbeitet hat. Man erkennt, wenn man die Figur jetzt dreht, dass die Figur tatsächlich allansichtig ist. Also er hätte die Figur am Rücken bei Weitem nicht so stark ausführen müssen. Tatsächlich ist hat die Figur aber ihre Qualität aus jeder Sichtrichtung, aus jeder Blickrichtung. Die Qualität seiner bildhauerischen Arbeit erkennt man, wenn man sieht, wie er mit der linken Hand hier den Krug hält. Man erkennt am Unterarm die Sehnen hervortreten. Man erkennt an der rechten Hand, die den Stab hält, die Adern der Hand. All das ist ein besonderes Zeichen für die bildhauerische Qualität des Künstlers. Wir werden das bei anderen Figuren dann ebenso noch sehen. Und bei dieser Figur ist es ganz toll, das Inkarnat, also die Gesichtsfarbe, das war eben aufgrund der lange nicht stattgefundenen Restaurierung stark verschmutzt. Und hier sieht man ganz einfach, wie viel Qualität wieder gewonnen werden konnte. Ich habe schon auch so das Gefühl gehabt, dass diese, also alle seine Figuren irrsinnig ausdrucksstark sind. Ja. Also das heißt, diese bildhauerische Qualität, die kommt vor allem jetzt natürlich nach der Restaurierung wieder sehr stark zur Geltung. Und das ist letztendlich auch das, was dieses Projekt hier so besonders macht, weil diese Ansichten von den Figuren, von rundherum, dass man den Figuren in die Augen schauen kann, das gelingt einem ja in der Krippe im normalen Zustand eigentlich nicht. Und deshalb ist auch so der Gewinn aus dieser Digitalisierung so ein großer, weil man wirklich als Person in diese Szenerie eintauchen kann und diese Figuren in Blickwinkeln und Nähe und Distanz anschauen kann, wie sonst nie. Für die Fachleute ist die Digitalisierung insofern so wichtig, weil sie die Krippe jetzt im Zustand 2020 zeigt. Und in 50 Jahren, wenn wieder Zeit vergangen ist, wenn wieder sich sehr viel Staub abgelagert hat, mit den Krippenfiguren wieder viel hantiert wurde, dann gibt uns das als Dokumentation ein wichtiges Zeugnis auch. Vielleicht können wir kurz auf den Witter gehen. Den haben wir auch eingangs im Foto gesehen. Das ist, glaube ich, so ein sehr eindrückliches Beispiel, wie die Figuren letztendlich jetzt ausschauen, wie sie restauriert wurden und jetzt hier dargestellt werden können. Jetzt müssen wir auf die andere Seite gehen, dann sieht man, wenn man ihn drehen kann, ein wenig. Ja, genau. Darf an der Stelle meinen Kollegen, den Johannes Lugstein, bedanken. Erstens einmal für seine großartige Arbeit. Also er hat hier die meiste Arbeit gemacht in der Inszenierung, in dieser VR-Welt. Wir haben das Unreal, das ist eine sogenannte Game Engine, bewerkstelligt oder eine Software, mit der man 3D-Content, also 3D-Inhalte darstellen kann. Hier sieht man es, das Horn, also der Schlauch ist ergänzt, das Ohr ist wieder da. Die Leimungen, die man hier sieht, das ist dieser dünne schwarze Strich, der sich am Vorderkörper darunter zieht. Das wurde wieder verleimt und das Fell des Schafes präsentiert sich also wieder so, wie man sich das Schaf in Natur vorstellt. Die Hufe, ich glaube, es war das Schaf, wo auch ein Huf abgebrochen war, am rechten Vorderlauf. Und ganz witzig ist auch das Detail, das wird man dann nächstes Jahr auch noch viel besser sehen, die Figuren, die Tierfiguren haben alle Glasaugen, die gefasst sind und diese Glasaugen geben auch eine irrsinnige Tiefe, wenn man die Tiere ansieht. Spannendes Detail, ja. Ich würde gerne im nächsten Schritt auf die Texte, die wir in dieser Inszenierung einspielen, eingehen. Wir werden jetzt exemplarisch nur einen Text uns anhören und ich würde da gerne auf die
sozusagen eine Szene auf diese allgemeine Hirtenszene gehen. Diese Szenen, es gibt insgesamt 9 Szenen oder 9 Bereiche, die wir gemeinsam erarbeitet haben, wo wir gesagt haben, okay, es macht Sinn, dass man da drauf eingeht. Und ich schlage vor, wir hören uns einfach eine dieser Szenen hier gemeinsam an und dann versuchen wir noch ein bisschen die Intention zu erklären. Die größte Figurengruppe dar. Die Hirten in der Krippe erinnern daran, dass Israel einst ein Volk von Nomaden, von Wanderhirten war. Der Hirte David wird von der Herde weggerufen und zum König gesalbt. Könige werden oft Hirten des Volkes genannt. Sie galten dann als gute Hirten, wenn sie durch ihr Wort und vor allem ihr Verhalten auf Gott, den wahren Hirten seines Volkes, hinwiesen. Oft werden sie von Propheten getadelt, weil sie dieser Aufgabe nicht nachkommen. Zur Zeit Jesu gehören Hirten eher der Unterschicht im Volk an und lebten am Rand der Gesellschaft. Der Evangelist Lukas erzählt, dass Engel den Hirten als Erste die Geburt des Retters, des Christus, des Herrn verkünden. Die Hirten werden diese Botschaft Gottes weitergeben. So tun sie das, was von Anfang an die Aufgabe der Hirten Israels war. Zugleich will Lukas zeigen, dass sich das Evangelium an alle richtet, vor allem an die, denen es die Herrschenden nicht zutrauten. Herr Strasser, es war jetzt eine Szene von 9. Was war so Ihre Intention, Ihr Wunsch, den Sie da jetzt auch quasi mitgegeben haben? Oder auch jetzt so diese weiteren Szenen, die wir jetzt nicht mehr anhören werden, was erfährt man da oder was war so Ihr Blick auch darauf? Ich habe es erst schon angedeutet. Ich wollte mit diesen Szenen und Texten die Krippe in das Gesamt der Heiligen Schrift und in das Gesamt des Lebens Jesu stellen. Und es ist schon spannend, wenn man dann einzelne Figuren anschaut. Ich denke mir, da jetzt verschwindet dieser Hirt, der das Schaf vor seiner Brust trägt. Das hat mich eigentlich an die Kritik des Propheten Ezechiel erinnert, die er geäußert hat gegenüber den Hirten Israels. Dort hat er gesagt, ihr nützt eure Herde nur aus. Ihr schaut nicht auf das Wohl der euch Anvertrauten. Und dieser Hirt ist eigentlich einer, der das Schaf trägt, der zeigt, ich kümmere mich drum, ich pflege das, was mir anvertraut ist. Und dann denke ich mir, das kommt in vielen Geschichten, die uns von Jesus überliefert wurden, auch zum Ausdruck. Jesus als einer, der auf Menschen zugeht, sie anspricht und ihnen das Gefühl gibt, ihr seid geachtet, ihr seid etwas wert. Oder es gibt 2 Hirten, die ein Schaf auf der Schulter tragen. Der eine ist noch im Gehen, und der andere kniet schon vor der heiligen Familie. Es erinnert mich an ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Er erzählt, dass ein Hirte von 100 Schafen eins verliert. Er lässt die 99 in der Wüste zurück und geht dem einen verlorenen nach, bis er es findet. Und als er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf seine Schultern, trägt es nach Hause und sagt den Nachbarn und Freunden, freut euch mit mir, ich habe das verlorene Schaf wiedergefunden. Und ich glaube, dass diese Geschichte in die Krippe eingebracht noch einmal das Weihnachtsgeschehen plastischer macht, größer macht, intensiver erleben lässt. Das heißt jetzt auch, das, was wir hier sehen, ist ja
letztendlich diese Weihnachtsdarstellung oder Weihnachtsszene, die Sie eingangs auch schon beschrieben haben, jetzt mit Ausnahme der Heiligen Familie, weil wir die natürlich jetzt in der Szene schon auch zeigen. Aber das heißt, von den Hirten und von den Schafen her ist es letztendlich das, was wir auch in der Weihnachtsszene dann im Dom im Normalfall sehen würden. Ja, also so auch in etwa wie die Hirten hier angeordnet sind, werden sie in der realen Krippe aufgestellt sein und in Bezug zur Heiligen Familie, zum neugeborenen Kind dastehen. Jetzt auch so eine Darstellung jetzt wie die Hirten, die man hier sieht mit den Gaben, die sie darbringen, darf hier sagen, dass zum Beispiel der Hirte mit den Hühnern irgendwie einer meiner Lieblingshirten ist. Also ich finde den sehr charmant und schön dargestellt, wobei es mich doch auch dann ein Stück weit gewundert hat, warum Hühner oder so. Also es ist, ja, gibt es da eine Geschichte dazu, also aus theologischer bzw. auch kunstgeschichtlicher Sicht? Ja. Ich glaube aus theologischer Sicht, aber ich darf nur kurz anmerken, das ist auch mein Lieblingshirte, wegen der beiden Hühner. Ja, ich finde die Szene ja. unheimlich charmant und auch ja. Den Ausdruck von allen drei. Vielleicht, wenn wir, bevor wir über die Hühner jetzt theologisch sprechen, kurz noch ein Blick auf die Hände aller Hirten, auch auf die Füße. Das ist wirklich ganz realistisch dargestellt. Das sind keine sauberen, künstlerisch fein gearbeiteten Hände. Das sind Alltagshände, so wie wir sind. Ja? Genau das sieht man hier auch. Teilweise mit Schmutz an den Nägeln, mit Wunden. Also ein Hirte hat eine kleine Handwunde. Ja? Das ist eben diese Besonderheit dieser Krippe und dieses Künstlers auch. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass sozusagen Hände, die von der Arbeit gezeichnet sind, dargestellt werden. Und mit den zwei Hühnern, da gibt es ein Jesuswort. Jesus sagt einmal, nachdem er die Schriftgelehrten und Pharisäer geschimpft hat, er wollte eigentlich Israel sammeln, so wie eine Henne, die ihre Küken sammelt und unter ihren Schutz nimmt. Und mich hat dieses Bild des Hirten mit den zwei Hühnern an dieses Wort Jesu erinnert. Auch in seiner Provokation gegenüber denen, die damals religiös und politisch das Sagen hatten, aber auch in seiner Aufgabe, Menschen in einer positiven Weise an sich zu binden und ihnen eine Botschaft zu vermitteln, dass sie eigentlich willkommen, beschützt sind. Ich darf im nächsten Schritt einfach weitergehen in das Zentrum dieser Szene, Inszenierung zur Heiligen Familie. Was macht diese Darstellung letztendlich so besonders? Also es ist augenscheinlich, wir sehen hier die Heilige Familie, das heißt Maria mit dem Kind, Josef, der schützend seine Hände über diese Szene hält. Aber was ich so noch nie gesehen habe, war die drei Engel zum Beispiel. Warum sind die hier dargestellt? Warum hat die Osterrieder gezeigt? Ja, die Engel sind bei ihm, kommen in der Krippe ganz oft vor. Wir haben die Engel ja auch in der Gloriole. Wir haben die Engel dort musizierend. Das ist so ein zentrales Motiv, das zwischen den einzelnen Bedeutungsebenen der Krippe vermittelt eigentlich. Besonders an der Heiligen Familie ist die Ausgestaltung der Gewänder, der Oberflächen. Die Gewänder der Engel sollen an Goldbrokat erinnern. Auch der Gewandsaum des Mantels der Maria ist sehr aufwendig gestaltet. All das soll auch eine ideale Gotik darstellen, so wie Osterrieder sich damals vorgestellt hat. Man muss ja bedenken, der Dom, ein neugotischer Dom, der auch eine Krippe erhält im Stil einer idealen Gotik. Vielleicht eines haben wir vielleicht noch nicht erwähnt. Einer der Engel hat da zum Beispiel, wir haben über Schadensbild gesprochen,
der rechte Flügel, den Sie da sehen, der war zum Beispiel abgebrochen. So etwas musste wieder angeleimt werden. Und hier gab es auch ganz viele Fassungsverluste. Hier musste auch Gold retuschiert werden. Und ganz besonders ist das Jesuskind in der Krippe. Das ist nicht aus Lindenholz, wie die übrigen Figuren geschnitzt, sondern das ist aus Wachs. Ja. Bitte, Herr Strasser. Es ist für mich interessant, dass in unseren westlichen Krippendarstellungen Maria schon kniet. Ja. In ja. den ostkirchlichen Darstellungen der Geburt Jesu, vor allem in den Ikonen, liegt Maria im Wochenbett und daneben das Kind gebettet in eine Wiege. Das ist so unsere Art der Darstellung. Natürlich wird damit gesagt, wenn Maria betend vor diesem Kind kniet, welche Bedeutung dieses Kind hat. Und auch Josef steht da mit einer betenden Haltung. Und die drei Engel, die erinnern mich an ein Wort aus dem Psalm 91. Dort heißt es, seinen Engeln befiehlt Gott, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Wenn Osterrieder die Engel hier in die Krippe stellt, dann will er sagen, dass dieses Kind von Gott in besonderer Weise behütet ist. Es ist natürlich auch interessant, dass in der Erzählung von der Versuchung Jesu der Versucher genau dieses Wort, er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten, Jesus als Herausforderung entgegenstellt, er soll es doch ausprobieren. Er soll vom Tempel hinunterspringen, ob dieses Wort auch wirklich stimmt. Und Jesus weigert sich, weil letztlich Vertrauen nicht ausprobiert werden kann. Es kann nur geschenkt werden und es kann nur im Vertrauen auf eine Zusage gelebt werden. Diese drei Engel in Verbindung mit dem Wort aus dem Psalm 91 und mit der Geschichte von der Versuchung Jesu zeigen noch einmal, in welcher Geistigkeit Jesus gelebt hat, bis hin, dass er auch noch vertraut hat, dass, wenn er am Kreuz stirbt, er auch behütet ist. Ich darf da noch auf die drei Engel über der Heiligen Familie hinweisen oder Johannes bitten, hinzuzeigen, weil das ist ja dann letztendlich auch das, was diese Krippe so besonders macht, weil wir sehen hier ja, wir haben es schon gehört, nicht nur die Geburtsszene, sondern letztendlich ist das gesamte Leben Jesu, also das heißt auch das gesamte Kirchenjahr in dieser Szenerie dargestellt. Und warum spiegelt sich das in diesen drei Engeln so sehr wider? Man sieht die Leidenswerkzeuge Christi dargestellt, die Dornenkrone, das Kreuz, der Kelch mit dem Blut. Und das ist das Besondere eben, Sie haben es gesagt, an dieser Krippe. Es geht hier nicht nur um die Geburt Christi und dann um die Anbetung durch die heiligen drei Könige, sondern die Krippe verweist bereits auf die Lebens- und Leidensgeschichte. Und das in dieser Form macht die Linzer Osterriederkrippe so besonders ikonografisch. Ja. Ja, mir sind sie bald aufgefallen beim Betrachten der Krippe, diese drei Engel. Und das hat mich dann auch dazu bewogen, diese Krippe vom Gesamt des Lebens Jesu und vom Gesamt der Heiligen Schrift her zu interpretieren. Denn wenn ich eine Krippenführung halte, dann sage ich, da sehen wir die Geburt, da sehen wir den Tod Jesu. Wir wissen, was dazu geführt hat. Und was wir jetzt noch nicht sehen, weil es noch nicht restauriert ist, ist die große Gloriole über der Geburtsgrotte, die letztlich für mich Auferstehung auch symbolisiert. Das heißt, ich habe das in der Krippe, was wir im Glaubensbekenntnis immer sagen, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, am dritten Tag
auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Und das macht es für mich eigentlich sehr wertvoll. Man könnte jetzt zu den einzelnen Figuren noch etwas erzählen, nicht? Dass eigentlich die Dornenkrone die Verhöhnung des Anspruchs Jesu ist, dass man ihm nachfolgt. Mhm. Der Kelch letztlich auch einen Bezug zur Eucharistie, zur Abendmahlsfeier hat. Aber da könnte man jetzt lange reden. Genau. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen und fragen, ob es von den Zusehern Fragen gibt, die wir hier in der Runde beantworten können. Ja, es gibt eine Frage, aber es ist jetzt nicht genau eben präzisiert, an wen diese Frage gerichtet ist, aber ich möchte es in die Runde stellen. Und zwar, welche Überraschungen gab es während des Projekts? Kam etwas Unerwartetes zum Vorschein? Kam etwas Unerwartetes zum Vorschein? Ja, es gab Überraschungen im Projekt aus der restauratorischen Sicht, aus Sicht des Bundesdenkmalamtes. Ich habe erzählt, man sieht im Moment die nackten Wände der Krypta. Es gibt dort diese drei Landschaftsgemälde und die waren leider in einem sehr schlechten Zustand, in einem deutlich schlechteren Zustand, als wir das augenscheinlich beurteilen konnten. Unsere Fachabteilung für Konservierung und Restaurierung in Wien hat die Bilder in Augenschein genommen und sie lagen jetzt auch im Arsenal dort und werden auch gerade restauriert. Und es ist eine sehr umfassende Restaurierung, weil auch die Leinwand, der Bildträger teilweise zerstört wurde und hier viele Maßnahmen notwendig sind, um das wieder gut zeigen zu können. Aus Ihrer Sicht? Für mich war überraschend, dass ich jetzt sozusagen noch einmal gezwungen wurde oder mich habe zwingen lassen, mich mit einzelnen Figuren noch etwas intensiver auseinanderzusetzen. Und ich habe es bewusst in den großen Kontext der Heiligen Schrift gestellt. Nicht? Also Engel, Hirten, Schafe. Ich habe es ja in meinen Ausführungen schon angedeutet. Und für mich ist sozusagen die Krippe noch um diese Dimensionen reicher geworden. Und ich schaue sie jetzt auch mit diesen Augen an. Also ich würde es nicht als Überraschung bezeichnen, jetzt aus meiner Sicht, aber vielleicht ein Stück weit. Also ich war oder bin nach wie vor fasziniert, einerseits jetzt aus technischer Sicht, wie schön es ist, diesen Zustand in der Form jetzt zu sehen und zu erleben. Und auch jetzt von dieser inhaltlichen Ebene, die jetzt in mehreren Bereichen ja drinnen ist, aber dieses Zusammenspiel letztendlich von Technologie, die unterstützt, ein Kulturgut zu bewahren oder in einem bestimmten Status zu zeigen und zu erhalten und andererseits aber auch diese neue Möglichkeit letztendlich der theologischen Betrachtung, weil ich glaube, dass so in dieser Form, so wie wir das jetzt auch erlebt haben und auch in Zukunft erleben kann, sonst eigentlich nicht möglich gewesen wäre. Gibt es noch eine weitere Frage? Also das war die einzige Frage. Dann bleibt mir eigentlich nur mehr darauf hinzuweisen, dass dieses Krippenerlebnis wird es an zwei Orten in Linz geben. Zum einen im Dom, im Mariendom, in der Krypta ab nächster Woche, sofern Corona und so weiter alles erlaubt. Und auch hier bei uns im Deep Space. Sie werden es auf der Webseite sehen, wann das genau offen sein wird. Das heißt, hier kann man dann auch herkommen und sich alle neuen besprochenen Szenen anhören und anschauen und auch die Details dieser Krippe erleben. Ich darf mich bei meinen Gästen sehr, sehr herzlich bedanken. Dankeschön. Frau Weiß, Herr Domfahrer Strasser, ich danke vielmals fürs Kommen und auch für dieses extrem angenehme Projekt. Ich darf mich nur bei meinen Kollegen bedanken, einerseits das Team vom Museum, vom Deep Space Live für die Übertragung, andererseits beim Johannes Luckstein, der uns hier navigiert hat und der sozusagen auch der Schöpfer dieser virtuellen Welt ist und
den Soundtrack möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Im Hintergrund den Orgel-Soundtrack, das Ambient-Sound, den hat Arno Deutschbauer gemacht, auch ein Kollege von mir, was alles sehr gelungen ist. Der Sprecher ist der Herr Strasser Franz, genau, der heißt Schauspieler und hat diese Sounds hier, diese Texte für uns eingesprochen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Abend. Danke. Dankeschön.